Dann würde ich sagen, sagen wir dir mal kurz Bescheid, dem Kollegen. Dass ich zumindest keine mehr sehe. Ich meine, die werden wahrscheinlich nachkommen, ne? Nö. Waren noch nicht alle. Höchstwahrscheinlich. Naja, gut, dann ist es halt so. Meine Güte. Ah, Polarwölfe. Ich nenne sie Polarwölfe, obwohl sie keine sind. Alter, schon wieder, ne? Kannst du keinem erzählen, die Scheiße. Also, die Wölfe sind echt madig. Also, ne, so gefühlt, alles kann dich hier umbringen. Also, hier gibt's Eisen und was auch immer en masse, ne? Okay, er hat gesagt, an der östlichen Seite. Ah, das sind nur normale Hirsche, okay. Ah ja, Säbelzahntijo. Ja, danke schön, dass der nochmal einen rausgehauen hat. Ich dachte, der wäre schon erledigt. Wir speichern. Und hier soll es eine Grabhöhle geben, oder was hat er gesagt? Ey, also, wenn es etwas gibt, was es hier en masse gibt, dann sind es beschissene Goblins. Ey, ich könnte hier eine Farm aufmachen. Aber ich habe irgendwas gehört. Alter, wie viele denn noch? 1. Ja. Meine Güte, sind das viele. Was beschützen die denn? Ah, ja, noch ein Goblin. Okay. Goblin-Überfall. Haben wir einen besseren Stand bei den Leuten bekommen? Ist ja gar nicht mal so schlecht. Man hat gesagt, hier... An der Felswand soll es eine Höhle geben. Okay. Wieder was bekommen. Wir speichern. Oder wir kommen jetzt direkt zu Xardas. Ah. Ja, natürlich. Ja, nice, Golem. Hey, Kumpel. Dass du das mal, ne? Ist ja nett, dass du da bist. Also wir müssen natürlich nach oben. Ich frage mich, was da unten dann ist. Ob es da wieder zum Pass geht oder so. I don't know. Aber Zauber ist da. Ein Schattenläufer. Ich hoffe, der kommt auf uns zu. Schön. Weil jetzt haben wir das on eine Schattenläufer. Ich weiß nicht, was da hinten existiert. Ich bin nur vorsichtig gerade. Ist nicht da. Gut, weiter geht's. Da ist ein Turm. Habe ich mich doch nicht geirrt, dass da oben irgend so ein Turm rumgammelt. Nein, Eisgolem. Natürlich. Lass es schmecken, Kumpel. Habe gehört, das ist doch ganz gut, wenn das bei dir ankommt. Ist ein Feuerball? Oh, da wären wir. Jetzt kommt ein Dämon. Frisst uns erstmal. Ja, toll, danke.
Junge. Ich verarsche. Da bist du ja endlich. Xardas. Während ich wochenlang unterwegs war, hast du dich in einen Krieg eingemischt. Also wie wär's, wenn du mir einfach erzählst, was los ist? Gut. Seit langer Zeit arbeite ich an einem Plan. Seit wir in der Barriere gefangen waren. Seit dem Zeitpunkt, als Belia damals zu mir sprach. Was für ein Triumph wäre es für ihn gewesen, mich auf seiner Seite zu wissen. Einst der oberste aller Feuermagier. Nun ein Diener des dunklen Gottes. Zum Schein ging ich auf sein Angebot ein. Doch das Wissen, das er mir verlieh, nutzte ich gegen ihn. Ich habe alles für dich vorbereitet. Aber das ist eine lange Geschichte. Wenn ich sie dir erzählt habe, wirst du verstehen, warum es mir schwer fiel, ohne dich eine Entscheidung zu treffen. Wovon sprichst du? Erzähl mir mehr. Der Krieg der Götter währt schon lange, aber er wird bald vorbei sein. Innos ist stark geschwächt und Belia ist mächtiger als je zuvor. Aber die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Du sprichst von der Entscheidung zwischen Innos und Belia. So wie ich das sehe, sind das zurzeit unsere einzigen beiden Möglichkeiten. Aber vielleicht gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Einen anderen Weg. Doch dafür musst du mir die Artefakte Adanos bringen. Was? Wo soll ich die Artefakte suchen? Die Orks suchen bereits nach den Artefakten. Ich habe ein Bündnis mit ihnen geschlossen. Alles, was sie finden, wird nach Geldern gebracht und dort gelagert. Die Schamanen dort studieren jede Art der Magie. Sie haben längst einen Plan entwickelt. Sprich zu ihnen und lass dir alle Informationen geben, die Machen sie wir schon. Was hat es mit den Artefakten auf sich? Es sind fünf. Fünf göttliche Artefakte. Sie waren im Besitz des alten Volkes. Das Volk ging unter. Doch ich bin sicher, dass die fünf Artefakte noch existieren. Jedes einzelne verleiht schon große Macht. Doch alle zusammen. Ja? Wir reden darüber, wenn du sie gefunden hast. Toll. Pass gut auf dich auf. Wow, das war ein Dialog. Ein Gespräch. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern, nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist heilig und so soll es sein. Ah, interessant. Super. Mehr alte Macht. Mach das Ding auf. Ist ja klar. Wow. Mensch, Xardas, hast du viel gebunkert hier, Hammer. Gib mir einen Golembeschwören. Ja. Ach, gib mir den ganzen Rotz hier. Ja. Brauchst du doch eh nicht. Schlösser öffnen. Zeitblase. Okay. Er hat ein Skelett hier. Natürlich, was soll er denn sonst haben? Ah, hier ist ein Teleportstein zu ihm. Heidenei. Jetzt müssen wir nicht mehr den elendig langen Weg laufen. Hier steht was über Alchemie. So. Suche die fünf. Also dieses Gespräch, das war ja das Highlight, ne? Nach dem Motto, hey, schön, dass du da bist. Übrigens, such mal die Artefakte und so, ne? Bruder, jo, bis dann, ciao. Naja. Aber das haben wir dann schon mal. Ich überlege mir. Wir müssten ja eigentlich in den Süden, ne? Dann. Da gibt's dann ja das ein oder andere Artefakt wieder. Ich überlege, ob wir hier noch ein paar Quests machen. Einfach in den Süden gehen oder. Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne erstmal wissen, was es hier gibt. Wohin das uns führt. Schlimmstenfalls können wir uns ja noch immer teleportieren, das ist ja das Schöne dran. Goblins. Es gibt Goblins. Es gibt einfach Goblins. Und ich dachte, es wäre was Sinnvolles hier, aber nein, Goblins. Eiswölfe. Die Eiswölfe sind... Oh nein. Oh nein. Da. Ja. Danke. Also die bekommen auch die Felle dann später, die Leute.
Das ist nämlich auch ganz gut. Ich muss danach mal echt Fleisch braten. Wir haben so viel Fleisch bei uns. Und wir haben noch... Nein! Naja. Gut. Falscher Zauber gewirkt. Aha. Was ist hier los, Jungs? Ihr bekommt jetzt erstmal ordentlich einen auf den Dez. Ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr auf euch. Nee, du haust ab, Kumpel. Wie viele kommen denn dann noch? Nein, 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 jetzt, ja. Noch mehr Krieger, woher kommt ihr denn alle? Alter, woher kommt ihr denn alle? Eieieiei. Alter! Noch welche? Alter. Wo bin ich? Wo habe ich da reingestochen? Die haben ja echt Bock auf mich. Gleich, 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 jetzt. Ja. Alter, da rennen ja doch immer mehr. Oh, Junge. Da stehen ja noch immer welche. Und da rennen ja doch immer welche auf uns zu. Der ist auch weg. Alter, was haben wir denn da jetzt ausgeräumt? Orklager ausgelöscht. Wir haben irgendwas kaputt gemacht mit denen. Aber das war ja nicht mal schwer. Wir waren sehr erfolgreich, würde ich sagen, gerade. Das war eigentlich mehr so, jo, wir greifen mal an. Und gucken mal, dass da jetzt hier nicht so viele kommen, aber... Wir haben ja gerade, also... Welches Ortlager war das denn nochmal? Ohne Mist, ist ja alles auf uns zugerannt gerade. So, dann gucken wir uns mal um. Düpp, 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 düpp. Wir sind kein Level up. Aber fast. Also ich weiß nicht mehr, welche Quest dazu gehörte. Mir dämmert's langsam. Hier war, glaube ich, auch nichts. Gott, oh Gott. Sagte zu mir, lauf mal an der Felswand entlang, ne? Und dann macht der Held hier einfach mal ein ganzes Lagerplatte mal. Und für was war das? Also, ich, ne? Und, ja. Hier ist ein Ogre, hi! Ist ja nicht so, dass wir uns jetzt hier nicht miteinander verständigen können, aber... einem in dem Spiel nie eine gerade Linie, wo man, ja, angreifen kann und, ja, gibt einem Orks NPCs.
Das ging ja dann auf einmal, ne? Ja, und ich dachte, da wäre noch was anderes. Oh, Goblins. Ah. Natürlich. Natürlich bist du um mich rumgelaufen. Mhm. Ja. Ah ja, moin. Aber... Ja, natürlich. Natürlich, dieser blöde Schamane, Alter. Nimm. Blöder Schamane, der macht immer so viel Schaden. Wir finden hier alle möglichen Steinkreise. Schön. Ah ja. Ein Eisgolem. Was denn sonst? Da hinten? Ein Säbelzahn. Okay, passt. Haben wir das auch wieder? Wollen wir? Ich hab gehört, das soll ganz gut laufen hier. Ich speichere natürlich, ne, ist ja klar. Ich speichere hier. Ich meine, klar, cooler wär's mit cooleren Attacken, aber... Ey, wenn der Anführer tot ist, dann ist der Anführer tot. Aua. Okay, gut. Das war noch nie so cool. Ich sag mal so. Habe ich irgendeine coole Magie? Oh, ich könnte eine Zeitblase einfach erschaffen. Und die so wegschießen. Was ist das denn da? Ja, dann gibt es eine Zeitblase auch erstmal auf den Kopf. So. Und jetzt, Kollege, hör mal zu. Alter, da fliegen die Dinger nur so. Diese Zeitblase ist halt schon ganz gut unterwegs. Ich sag's euch, wie es ist. Da ist ein Speer. Da ist ein Speer. Puh. Sag mal. Haben die gar keinen Bock mehr? Ich glaube, die sind durch, ne? Da oben. Die gucken nur noch zu. Für die ist der Tag gelaufen. Na, jetzt kommen die lustigen Leute. Ja, das wird knapp. Knapp gelaufen. Gut, ich würde sagen, wir leveln uns noch ein bisschen auf, damit wir ein paar... Ja, damit wir dort ein bisschen mehr Schabernack dann treiben können. Aber das merken wir uns, das ist dann hier dieser Pass hier oben. Ich würde als allererstes sagen, haben wir irgendeine Mission erledigt? Oh, 12 Bisonfälle. Ich würde erstmal zum Wolfsclan, dann runter zu denen, die diese Polarwölfe da gebraucht haben, und auf dem Weg noch ein paar Bisons umnieten. Und danach lernen wir noch falschen, ne? Bitte, bitte, bitte. Ah, ich gehe erstmal schlafen. Der Tag ist heute auch nicht mehr der jüngste.